Eine Anwendung zur Multinominalverteilung ausgedacht. Wir stellen uns mal drei Sportarten vor. Wichtig ist, jede einzelne Sportart ist auf zwei Personen ausgelegt. Also zum Beispiel Tischtennis. Ja. Tischtennis kann ich gegen eine andere Person spielen. So soll man sich jetzt alle drei Sportarten vorstellen. Ja. Beliebige Sportart, Hauptsache, ich kann gegen eine andere Person antreten. Dann hat sich eben aus einer Langzeitstudie ja, ergeben, ja, aus dem Erfahrungsschatz sozusagen, dass eine Person mit, ich sag's mal auf mich bezogen, mit einer Wahrscheinlichkeit von ein Drittel gewinne ich in der Sportart 1 gegen jede Person. Mit einer Wahrscheinlichkeit von ein Drittel gewinne ich in Sportart 2 gegen jede Person. Mit einer Wahrscheinlichkeit von ein Drittel gewinne ich in Sportart 3 gegen jede Person. So, jetzt möchte ich gegen einen Freund spielen und zwar dreimal, ja. Und wir wählen die Sportart rein zufällig aus. Das soll heißen, es könnte auch sein, weil rein zufällig heißt, wir müssten dann, was weiß ich, einen Behälter anfertigen und einen Zettel, drei Zettel reinschmeißen mit einer Nummerierung und eine Nummer steht für eine Sportart. Das würde ja bedeuten, rein zufällig. Es würde dann bedeuten, auf unsere Situation übertragen, dass ich auch dreimal hintereinander in derselben Sportart bleibe. Ja? Aber mich interessiert trotzdem, wie wahrscheinlich es wäre, in drei unterschiedlichen Sportarten zu gewinnen. Ja? Okay. Ja, dann muss man sich erstmal im Klaren sein, dass die Betonung auf Wahrscheinlichkeit liegt. Ja, das heißt ja nicht, dass ich gewinnen muss. Ja, ich interessiere mich eben nur für einen Zahlenwert und nach denen werde ich mich dann richten. Okay, hier ist klar, dass ich erstmal wissen muss, wie viele Ausgänge sind denn möglich bei diesem Spiel hier. Ja gut, ich könnte zweimal gewinnen in der ersten Sportart, ich könnte einmal gewinnen in der zweiten Sportart. Und natürlich dann kein Mal in der letzten, weil dann sind ja drei Mal gespielt worden. Ja, insgesamt in der Summe drei. Was würde das dann für eine ja, Wahrscheinlichkeitsaussage sein? Ja, die Sportart 1, ja, die 1 steht für Sportart 1, ist zweimal gewonnen worden und einmal die Sportart 2. Ja. Es ist ja nicht der einzige Ausgang. Es wäre auch möglich, ich gewinne einmal in der Sportart 1 und zweimal in der Sportart 2. Okay, und dann wieder kein Mal in der Sportart 3, weil ja dreimal schon gespielt wurde, ja. Ich kann ja nicht mehr spielen, als wir vereinbart haben. Okay, hier wieder die Summe 3. Das kann man sich jetzt durchdenken, wie viele solche Möglichkeiten es gibt, ja. So, ich mache mal hier drüben weiter. Man sieht, das ist eine sehr große Anzahl, wie ich hier gewinnen kann. Ja. Also so viele Möglichkeiten gibt es. Das hier wäre jetzt, ich gewinne dreimal in der Sportart 2. Ja. Das hier, ich gewinne dreimal in der Sportart 3. Ja gut, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, schreibe ich hier hin, die interessante für uns jetzt. Ja, einmal in der Sportart 1, einmal in der Sportart 2 und einmal in der Sportart 3 zu gewinnen, macht auch drei Spiele. Gut. Wie schaut denn der Ergebnisraum aus? Omega. Naja, das sind Triebel drin, ja, man kann es auch als Vektoren bezeichnen. Zweimal gewinne ich in der ersten Sportart, einmal in der zweiten, nullmal in der dritten. Das wäre einer. Einmal gewinne ich in der ersten, zweimal in der zweiten Sportart, nullmal in der dritten. Nullmal gewinne ich in der ersten, einmal in der zweiten und zweimal in der dritten Sportart. Ja, und das geht dann so durch.
Das hier ist unser interessantes Ergebnis. Nach der Wahrscheinlichkeit frage ich. So, auf diesen Ergebnisraum kann man keine Gleichverteilung definieren, ja? Die Gleichverteilung, das wäre falsch, ja? Das sieht man schon, dass die Wahrscheinlichkeit, also dass es wahrscheinlicher ist, in jedem Spiel genau einmal zu gewinnen, als in einem Spiel zweimal und in anderen einmal, ja? Okay. Also ist das hier drin, ja, mit der Multinominalverteilung zu verknüpfen. Ich interessiere mich ja für das Ereignis A. Okay. Die Zufallsvariable zählt wieder die hier, wie oft ich in dem Spiel 1 gewinne. Das soll ich einmal gewinnen. Die zweite zählt, wie oft ich in dem Spiel 2 gewinne. Das soll ich einmal gewinnen. Ich interessiere mich ja für den hier. Die dritte Zufallsvariable zählt, wie oft ich in dem Spiel 3 gewinnen, das soll ich einmal gewinnen. Ja? Somit haben wir den hier beschrieben. Also dieses Ergebnis. Naja, und jetzt kann ich die Wahrscheinlichkeit berechnen. Ich habe im externen Video die Multinominalverteilung vorgestellt. Ja? Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man sich das noch anschaut, aber man kann jetzt auch dabei bleiben. Ich will im ersten Spiel einmal gewinnen, im zweiten und im dritten. So, was muss ich jetzt hier setzen? Bezug nehmend auf dieses externe Video. Naja, 3 Fakultät durch 1 Fakultät mal 1 Fakultät mal 1 Fakultät mal, naja, ein Drittel. Jetzt kommen meine Erfahrungswerte, ja. Hoch 1 mal ein Drittel hoch 1 mal ein Drittel hoch 1. Das ist meine Wahrscheinlichkeit. Okay, wenn man eine prozentuale Aussage haben will, dann multipliziert man das Ergebnis noch mit 100%. Ja. Also nochmal den Fokus auf dieses Ergebnis. Das wäre die Wahrscheinlichkeit dafür, in jedem Spiel einmal zu gewinnen. Ja. Die am Anfang formulierten Wahrscheinlichkeiten, die hier, das ist ja nur jeweils die Wahrscheinlichkeit dafür, in dem bestimmten Spiel mit einer Wahrscheinlichkeit von ein Drittel zu gewinnen. Ja? Wir wollen ja mehr wissen. Wir wollen ja wissen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, in ja, allen dreien jeweils einmal zu gewinnen. Ja? Da kann ich natürlich nicht einfach angeben, okay, das wäre ein Drittel. Ja? Das sind Werte, die aus der Erfahrung entstanden sind. Ja? Die hat man gesammelt. Ja? Datensammlung. Sowas wird oft mit Langzeitstudien auch gemacht. Ja? Und dann sind solche Wahrscheinlichkeiten, die aus der Erfahrung entstanden sind, eben auch verwertbar. Ja? Okay, und das haben wir jetzt mal an der Stelle durchgespielt. Ja? Wir haben diese Erfahrungswerte mal verwertet in unserem Modell hier. Okay.